Hallo, ich bin neu und wollte mal fragen, habt ihr eine Ahnung, was ich auf YouTube so machen könnte? Weil ich hatte gerade voll Lust, mit YouTube so anzufangen. Und ja, hauptsächlich tue ich halt zeichnen, wie ihr jetzt auf dem ersten Blick vielleicht erkennen könnt. Ich habe halt jetzt vor, ein Video zu zeigen, was ich so alles auf meinen Instagram-Kanälen, so Instagram-Accounts so zeichne. Und dann frage ich euch halt nochmal, was ich denn so auf YouTube machen könnte an Content. Weil eigentlich gibt es ja voll viel zu machen. Ich könnte entweder animieren, aber dann würde ich halt weniger YouTube-Videos machen können. Oder ich präsentiere halt einfach viel öfter, was ich gerade so auf Instagram zeichne. Aber ich weiß halt nicht, ob das überhaupt spannend ist. Ich kann aber schon mal sagen, ich habe insgesamt vier Accounts. Das ist schon mal ein fünfter, aber der ist nicht so wichtig. Da tue ich halt nur Animationen hochladen. Was heißt nicht wichtig, aber es sind auf jeden Fall vier wichtige Accounts. Der eine ist hier PayerMailsQDan, den kann ich eigentlich direkt anklicken, aber ich gebe das einfach mal ein. Ich habe hier 116 Beiträge, das heißt, ich habe schon ein bisschen gezeichnet. Ich gehe mal zu den ersten Bildern, wobei hier sind schon ein paar gute. Das hier ist mein Lieblingscharakter, würde ich sagen. Ich habe hier sogar noch Hashtags benutzt. Was ich damit sagen will, hier benutze ich keine Hashtags mehr. Also ich zeige euch jetzt aber nur die besten, die ich am besten finde von meinen Zeichnungen. Und ich will auch dazu sagen, dass hier das der Account ist für Zeichnungen auf Papier. Wie man es erkennen sollte. Das hier hat mir sehr gut gefallen. Das kam aus einer komplett eigenen Kreation. Also das ist, ja gut, es ist halt mitten aus Link, aus Zelda of Twilight oder wie das heißt. Aber halt in meinem Stil. Dann hier habe ich Prismacolor-Stifte komplett ausgenutzt. Das sind halt zwei Bilder in einem. Hier seht ihr gleich, wie das alleine aussieht, wo es am Anfang komplett alleine war. Das ist auch ein eigener Charakter. Ich glaube, das ist der kreativste Charakter von allen meinen Charakteren. Normalerweise zeichne ich auch sehr gerne ab, aber halt nur die Sachen, die mir sehr, sehr gut gefallen. Versuche ich wahrscheinlich schon stundenlang für ein einziges Bild, das mir gut gefällt. Hier habe ich Brawl Stars mal gezeichnet gehabt. Brawl Stars zeige ich jetzt nicht mehr so gerne, weil es andere total oft tun. Was ich auch sehr oft zeichne, sind Furries. Aber ich glaube, ich zeichne die auch nur deswegen, weil ich ziemlich arg auf süße Tiere stehe. Soll jetzt nicht abwertend klingen gegenüber Menschen. Das hier wurde ziemlich oft geliked, deswegen nehme ich mal an, das ist ein ziemlich gutes Bild. Das habe ich aus einem Anime rausgezeichnet. Das hier ist Cars. Fand ich aber jetzt nicht so gut. Habe ich auch nicht so gute Schattierung hinbekommen. Das hier, ich dachte, dass es ein gutes Bild wäre. Aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass ich darauf total wenig Likes bekommen habe. Also es muss jetzt nicht daran liegen, dass es schlecht ist, weil ich zu wenig Likes bekommen habe. Aber ich fand halt, auf das andere Bild, wo ich mir, glaube ich, weniger Mühe gegeben habe, habe ich viel mehr Likes bekommen. Aber wahrscheinlich liegt es auch nur daran, dass ich das nicht ganz gefüllt habe mit einer richtigen Schattierung. Hier habe ich das von Natrix abgezeichnet. Mit halt weniger Farben, mehr Dunkelheit. Viel kann ich dazu nicht mehr sagen. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, was mein erstes Bild war, was ich hochgeladen habe. Das war es jetzt nicht. Ich hatte nämlich da auf einem anderen Account, oder ja, auf einem anderen Account hatte ich auch mal so Bilder. Und dann musste ich das nochmal neu hochladen. Oder auf demselben. Ich habe halt nur die ganzen Bilder komplett raussortiert. Ich wollte nämlich keine Stapelbilder, wo man hier immer weiterklicken muss. Das hat mich ziemlich arg gestört.
Jetzt bei Skizzen mache ich das so, weil Skizzen halt sonst ein totaler Spam wären. Das sind wieder zwei Furries. Das fand ich halt einfach süß, das ist auch abgezeichnet. Nur halt jetzt ohne Farbe. Ich hoffe, das gefällt euch auch. Ansonsten, das Fair war gut, war in Ordnung, aber das fanden meine Freunde wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Ist aber auch abgezeichnet, also nicht. Ich glaube, ich wäre ein Ultra-Talent. Okay, das war auf jeden Fall der Papermaskioda-Account. Ich habe noch den kreativen Account, der heißt Pandurius. Hier zeichne ich hauptsächlich nur kreative Bilder, aber auch nicht auf Papier, sondern auf dem iPad. Nicht auf einem Grafiktablett, was eigentlich gar nicht mal so einen Unterschied macht, außer dass man halt am PC arbeiten muss und dass man eine andere Oberfläche hat, statt Glas, weil ich arbeite ja mit dem Apple Pencil auf Glas. Das ist mein aktuelles Bild, das fand ich echt angenehm zu zeichnen, weil ich total auf MMORPGs stehe, also so Spiele, wo man andere Monster oder andere Sachen abtöten muss. Halt jetzt nicht so mit Blut und so. Das finde ich jetzt auch nicht so spannend. Also ich finde es unangenehm. Das hier war auch ein schönes Bild, fand ich. Halt jetzt die Emotion ist jetzt nicht gerade so krass, aber ich meine die Atmosphäre. Da habe ich versucht, einen neuen Artstyle zu verwenden. Kann einem gefallen. Gab keine Likes drauf. Darum glaube ich nicht, dass es jemandem gefallen hat. Das hier fand ich ziemlich exotisch, weil ich da wieder meine Linien habe. Ich habe nämlich immer diese ganzen diese flüssigen Linien. Das hier ist mein Hauptstil. Dieses mit dem schwarzen Hintergrund und dann mit diesen bunten Linienumrandungen. Ja, im Grunde habe ich hier extrem viele Bilder. 425. Was ich vielleicht am besten zeigen könnte, ist, dass dieser Charakter. Oh, ja, gut. Ich habe auch ein paar Bilder gezeichnet mit buntem Hintergrund. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Also, ich fand das echt sehr gut. Aber ich glaube, anderen hat es nicht so gefallen. Da habe ich noch angefangen, Hashtags zu benutzen und jedem mal Charakter einen Namen zu geben. Der hier heißt zum Beispiel Trandorius. Ich weiß nicht, ob es immer überhaupt jemandem aufgefallen ist, dass ich meinen Charakteren alle Namen gegeben habe. Zum Beispiel der heißt hier Lemanso. Muss mal sagen, ob das euch überhaupt gefällt. Weil ich hab damit aufgehört, nachdem ich so gemerkt habe, ich will keine Hashtags mehr benutzen und es gibt keine Likes mehr nach den Hashtags. Also wofür schreibe ich dann auch die Namen dazu? Und kreative Charaktere mache ich das halt auch nicht mehr. Müsste mir ein paar Schübe geben, wie ihr das machen zu sollen, oder mir sagen, dass es sowieso Kacke war, was ich gemacht habe. Also wenn es euch wirklich gefällt, dass ich jetzt auf YouTube irgendwie Videos mache, dann habe ich wirklich selbst auch Lust, weiter Videos zu machen, weil Zeichnen macht mir Spaß. Und die Meinung von anderen, also wenn ich mal so eine Rückmeldung auf meine Bilder bekomme, die ist ja richtig heftig, wenn ich meine Freunde mal frage, ich zeichne so ein Bild in 5 Minuten, die sagen so, oh mein Gott, wie krass, und dann denke ich mir so, oh mein Gott, wie geil. Ja, okay. Also, das hat mir sehr gut gefallen. Einfach so dieser Fraktal, einfach in der Luft und als ob es eine Marionette wäre. Also ich finde das Prinzip einer Marionette jetzt nicht so cool, aber ich fand einfach die Atmosphäre, die hier abgebildet ist, so richtig nice. Was heißt nice? Es ist delightful, so wie ich es nennen würde. Also normalerweise mag ich Marionettenbilder nicht. Und das kam auch komplett aus der eigenen Kreation. Ich habe überhaupt keine Vorlage gehabt. Ich glaube, ich gar kein Bild hier aus einer Vorlage genommen. Deswegen könnte es auch ein bisschen random sein, wenn man hier durchscrollt. Zum Beispiel das hier, das ist ja. Es ist halt aus einer eigenen Kreation, was soll ich sagen? Daher kommt wieder dieses Marionetten-Ding.
Dingsgebönt. Nur halt einem anderen Stil, würde ich sagen. Oh. Und da heißt sie über uns Spite. Den fand ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber darauf gab es, glaube ich, nicht so viele Likes wie auf andere. Der heißt Mumoid. Ich finde es voll süß, wenn ich die Namen so ausspreche. Ich glaube, da habe ich noch nie über die Namenbedeutung so. Ich habe mich, glaube ich, noch nie damit beschäftigt. Ich habe meine Charaktere eigentlich nur einmal gezeichnet, dann habe ich sie nie wieder benutzt. Ich mache einfach immer einen neuen Charakter. Der heißt zum Beispiel Soto Smartroid. Ja, wenn ich den Namen so ausspreche, das ist schon so richtig witzig, aber es gibt halt keinen, den es interessiert, also habe ich auch selbst damit aufgehört. Das ist jetzt kein Kreativer, das ist jetzt von der Serie Stains Down Trains. Auf Deutsch heißt es Fleck geflutscht. Keine Ahnung, warum es auf Deutsch so heißt. Auf jeden Fall heißt es so. Abgezeichnet und dann habe ich so Furry-Ohren hingefügt. Also Fuchs oder halt Tierohren. Furry sind jetzt keine Füchse, das ist immer so ein Vorurteil. Furry sind alle Sorten von Insekt oder Tier. Oder Reptil oder irgendwie Lebewesen, die halt nicht zu Menschen gehören. Das habe ich halt auch genauso gemacht. Die haben jetzt keinen Namen, weil das sind halt keine kreativen Charaktere. Da habe ich einen neuen Artstyle versucht. Müssen wir selbst sagen, was ihr dazu findet. Ihr könnt einfach unter den Bildern einen Kommentar schreiben, wenn es nicht so viel Aufwand ist, weil die Bilder überhaupt zu finden, ist ja schon komplett krank umständlich. Hier ist es dieser Charakter, den ich euch vorhin schon gezeigt habe bei Instagram, bei Paper Mace Kyodai. Das ist ja mein Lieblingscharakter. Ich habe nur halt noch einen Schwanz hinzugefügt, also so einen Fuchsschwanz oder halt einen Tierschwanz. Ich fand das gar nicht mal so schlecht, halt beide Bilder nicht. Paper Mace und hier das Bild hier. Der heißt Loto. Das ist mein Charakter, also mein Lieblingscharakter heißt Loto, den ich selbst erstellt habe. Der wird wahrscheinlich öfters vorkommen, wenn ich es schaffe, den nochmal zu zeichnen. Also ist nochmal so cool. Ich habe ihn ja nur abgezeichnet. Ich schaff's halt sehr schlecht, Charaktere aus anderen Perspektiven zu zeichnen. Dass sie genauso cool aussehen wie davor. Den da fand ich richtig cool. Oh, der ist voll cool für mich. Second Ed. Das ist so eine Referenz aus jemandem, der Winged Wolf heißt. Der macht immer so Animationen und der Böse da von dem heißt Ed. Und ich habe jetzt einfach so einen Second Ed gemacht, der eigentlich jetzt zwei Augen hat. Der andere hat nur ein Auge. Der heißt Eddie. Ja, das kann man jetzt nicht so verstehen, glaube ich. Aber so ungefähr. Ungefähr. Das ist ein, denke ich mal, kreativer Charakter. Komplett unnötig eigentlich. Der ist hier ein bisschen kreativ. Ihr kennt ja El Primo aus Brawl Stars, wenn ihr in Brawl Stars spielt und nicht komplett auf dieses Spiel abhatet. Weil ich habe es halt noch gespielt, als es nicht so im Hyped war. Falls es noch nie hyped war. Als es noch nicht draußen war halt. Und ich habe dann halt so eine Art Puro Primo gemacht. Puro ist so ein schwarzes Monster. Also kein Monster, aber ein schwarzes Furry-Monster. Und ich habe halt Puro und El Primo fusioniert und daraus kam halt El Bruno. Das fand ich eigentlich, den Charakter fand ich eigentlich echt nicht schlecht. Das hier ist Jesse, nur halt anders designt in meinem eigenen Artstyle. Die habe ich Black Sony genannt. Den hier fand ich auch cool wegen den Farben. Das sind zwei Charaktere, einer heißt Speedbender und einer heißt Speedy. Ich hoffe, man versteht, dass Speedbender der Bender von, also der, ja, der Bändiger von Speedy ist. Das hier ist Bianca. Das ist auch eine Referenz von Winged Wolf, die Schwester von Eddie. Das war jetzt nicht offiziell. Da habe ich selbst erstellt den Charakter. Aber ich fand es voll cool, die Schwester von Eddie Bianca zu nennen und die Farben so zu wählen. Ich fand halt die Idee voll cool, deswegen habe ich es so gemacht. Hier ist Sweet Puro.
Ich fand es ein bisschen süß eigentlich, so einen kleinen Puro zu zeichnen in diesem Punktstil. Kann ich ja von. Also ich fand es halt süß, ja. Jetzt kommen eher so Zeichnungen, die ein bisschen gruselig sind. Also für mich waren sie halt gruselig. Das sollte eigentlich nicht draus kommen. Also sollte das nicht so entstehen. Aber. Also ich will hauptsächlich so schöne Bilder machen, keine hässlichen oder beziehungsweise gruseligen. Dass sowas manchmal passiert ist, liegt daran, dass ich einmal schlecht, dass ich manchmal so schlecht zeichne, aber nur manchmal, nicht immer. Die fand ich cool. Das hier sind realistische Bilder. Ich habe die aber nur drin gelassen wegen dem schwarzen Hintergrund. Eigentlich sollten die nicht hier drin sein, weil ich das eigentlich kreativ lassen will hier. Aber ich fand es halt kreativ, weil ich halt es mit einem schwarzen Hintergrund gemacht habe. Deswegen ist es halt noch gerade so kreativ für mich. Jetzt kommen eher Bilder, die man nicht so stark so gut erkennen kann. Wenn euch Bilder gefallen, die ich gerade nicht anklicke, ihr wisst ja, wie ihr meine Account findet, am besten einfach in der Videobeschreibung gucken. Unten. Den fand ich cool. Aber ich überlege gerade, warum. Also welche Fähigkeiten hat. Ich habe ihn ja Furbänder genannt. Das heißt, ich hatte irgendwie irgendwas soll er kontrollieren können, aber keine Furbys, sondern irgendwas, auch kein Fell. Ich war mir nicht sicher, was er kontrolliert. Ich habe es, glaube ich, vergessen. Auf jeden Fall fand ich den cool. Also ich würde sagen, meine Bilder sind manchmal schon exotisch, weil ich manchmal mein Bild selbst nicht wiedererkenne. Little Fur fand ich voll süß. Deswegen habe ich noch Little Fur genannt. Jetzt kommen ein paar abstrakte Bilder eher. Das hier ist gezeichnet, also es ist kein 3D-Programm verwendet worden. Hier ist es so ähnlich, also habe ich auch kein 3D-Programm verwendet. Das hat wegen meinem Zeichenprogramm, wo ich irgendwas verschieben kann. Das hier ist aus Brawl Stars, so eine Mauer, die ich auch noch hinzufügen wollen, fand ich. Keine schlechte Idee, meine ich. Das ist ein Proto-Furry, also so ein Furry mit so einem Bildschirm auf dem Kopf. Muss man auch nicht verstehen. Kommt alles noch. Das hier ist komplett verschmiert, das meine ich damit gruselig. Ich habe was komplett Verschmiertes hier gezeichnet, was man gar nicht wiedererkennt. Also manche Bilder sind schon gruselig, halt für den Menschen, der ich bin, der sich das anschaut. Und das ist mein allererstes Bild gewesen, der Proto. Und das ist Puro, für die es nicht wissen, wer Puro ist. Also der hier. So sieht Puro in Wirklichkeit aus, also so in theoretischer Wirklichkeit. Das war jetzt auf jeden Fall Pandurius. Oh mein Gott, das war richtig viel gerade. Auf jeden Fall, das ist Pandurius, mein kreativer Account. Dann habe ich noch diesen Experience-Account. Experience Mace Kyodai. Wie gesagt, den Namen müsst ihr euch nicht alle merken. Die schreibe ich alle unten in die Description-Box, wie man es halt nennt. Ich kann den Wort des Wortes halber nicht komplett aussprechen. Auf jeden Fall, hier habe ich 317 Beiträge. Also ich habe schon viel gezeichnet, würde ich sagen. Ob es jetzt gut ist oder schlecht. Ich finde halt manche Bilder echt gut. Und wusste nicht mal, dass ich gezeichnet habe, dass ich sie überhaupt ausgedacht habe. Das hier ist Assassin's Creed. In meinem Stil ist es so jemand, der mir gesagt hat, ich soll das mal machen, weil er meinen Artstyle voll cool findet. Und ich habe es halt wirklich kostenlos gemacht, weil er einer meiner Freunde ist. Und ich mache sowas grundsätzlich immer kostenlos, egal ob er Freund oder nicht Freund ist. Auf jeden Fall, ich fand das
Ergebnis gar nicht mal so schlecht, was ich hinbekommen habe. Hier kommen wir jetzt an Manga-Zeichnungen, Richtung Manga-Zeichnung. Das hier ist 3D-orientiert. Also da habe ich ein 3D-Programm benutzt. Aber hier ist auch wirklich viel Kreatives entstanden. Nur hier zeichne ich auch gerne Sachen ab. Also nicht alles ist gleich kreativ hier. Das habe ich alles mit Clip Studio Pro gezeichnet, als ich noch die kostenlose Version hatte. Das habe ich jetzt halt nicht mehr. Jetzt habe ich halt keinen Bock, das zu kaufen. Es ist ja monatlich abzubezahlen und ich habe ja schon so viele Programme, da brauche ich das halt nicht mehr. Das sind alles Abzeichnungen von dem Spiel, das mir gefallen hat. Hier kommt es halt wieder in Richtung Kreativität. Also extreme Kreativität. Ich habe fast schon übertrieben, sage ich mal. Ich glaube, ich damals 20 Bilder pro Tag hochgeladen. Das ist ja immer noch in diesem Jahr, was ich gemacht habe. Meine ganzen Accounts, die ich jetzt gerade hier gezeigt habe oder zeige, sind alle von 2020. Das Bild fand ich einen richtig cool. So ein Endboss, so ein Boss, der einfach so aus dem Nichts kommt, den ich noch gar nicht kannte, den ich auch einfach aus dem Kopf gezeichnet habe. Dann dieser Held da. Hier dieses Portal von Rick and Morty, was ich in meinem eigenen Stil gezeichnet habe. Das fand ich auch ein bisschen gruselig. Wollte aber trotzdem hochladen, weil fairerweise ich es anderen zeigen wollte, was ich gezeichnet habe. Also wenn es wirklich irgendwas gibt, was wirklich so richtig gruselig ist, obwohl ich es nicht gruselig zeichnen wollte, dann lösche ich es auch gerne wieder. Da habe ich Respekt vor. Ich will nämlich keinen Account haben, wo Leute sich vor gruseln müssen oder wo sie sich vor ekeln müssen, also so extrem ekeln, wo sie auch keinen Spaß mehr haben, meine Bilder anzuschauen, dann überlege ich mir nochmal, vor allem sehr einfach, überlege ich mir nochmal, das einfach zu löschen oder zu archivieren halt, wie auch immer. Habe ich ein paar Zeichnungen im Manga-Stil probiert. Da habe ich schon richtig einen Vorgang gezeigt, in Form von Bildern. Ich habe eine Animation gemacht im 3D-Modell. Aber es ist nicht viel. Ich habe auch nur die Hand bewegt und den Körper einmal. Das ist ja auch ein 3D-Modell in der Zeichnung, also so eine Kombination aus 2D und 3D. Die Linie kommt mit einem Lineal, also einem virtuellen Lineal. Also hauptsächlich zeichne ich ja Mangas auf Experience Maze Kyudai. Und hier, das ist jetzt kein Manga, das ist eher so ein Charakter, also ein Elefant in meinem Stil und meinem Schattierungsfarbstil. Ja. Den Ernstfall fand ich gar nicht gut. Hat mir gar nicht gefallen, wie ich den gemacht habe. Hier ist die Vorskizze für diesen Elefanten. Das hier ist eine Abzeichnung, aber in meinem Farbstil. Also das war vorher farblos und ohne Schattierung. Hier ist nochmal dieser Charakter, den ich gezeigt habe bei Paper Mate Kyudai. Den wollte ich nämlich auch nochmal virtualisieren, aber ich glaube, virtuell sieht er nicht so cool aus, leider. Das hier ist eine Puppe. Sollte zumindest aussehen. Ob sie einem gefallen tut, weiß ich jetzt nicht. Ich fand es halt cool, dass sie aussieht wie eine Puppe, obwohl es gezeichnet ist. Und hier kommen die Anfangszeichnungen, wo ich mir, glaube ich, noch total viel Mühe gegeben habe. Aber es ist auch total schwierig, weil da habe ich, glaube ich, ein Bild einen ganzen Tag gebraucht. Also 12 Stunden bis 20 Stunden. Das hier ist Fukano, falls jemand Pokémon schaut oder kennt oder spielt. Das hier ist ein eigener Charakter.
Das hier ist vor allem ein eigener Charakter, der war komplett kreationsbedacht. Jetzt kommen ein paar Skizzen. Schnellskizzen vor allem. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Hier ein paar Tutorial-Zeichnungen, wo ich aus dem Tutorial das abgezeichnet habe. Hände halt. Das hier von meinem Lieblings-Furry-Künstler. Lieblingskünstler, weil ich das halt einer meiner Freunde war. Beziehungsweise ist. Da habe ich meine Artstyle ausprobiert. Und das ist mein allererstes Bild auf Experience Mails Q&A. Das ist einfach ein Pixelbild gewesen. Ich wollte damals wissen, für mich wissen, ob ich ein Pixelzeichner werde oder ob ich einfach so mit einem Stift zeichne. Und Zeichnen im Stift ist halt oftmals auch viel angenehmer. Deswegen habe ich auch jetzt also habe ich da einfach weitergemacht mit Stiftzeichnungen. So ist es auch alles entstanden. Das ist ein realistisches Bild, aber nicht ganz so realistisch. Ich finde, das ist nicht so gut geworden. Die Augen sind ziemlich gut geworden, aber der Rest ist halt echt scheiße geworden. Da habe ich echt schlecht gearbeitet. Das hier ist eine Animation. Ansonsten kann ich euch noch den letzten Account zeigen, der hat nicht so viele Bilder zum Glück, weil ich will auch das Video mal endlich mal aufhören. Der heißt, wie heißt denn der? Manga Maze Kyodai. Mangaka Maze Kyodai, glaube ich. Ja, genau, Mangaka Maze Kyodai. Hier habe ich angefangen, Mangas zu zeichnen. Mein allererstes war hier das hier. Also Manga-Seiten halt. Wie ihr sehen könnt, da läuft einer rum und springt runter auf den Trampolin, kommt irgendwie wieder an. Hier, das ist schon ein bisschen farbiger und ich glaube ein bisschen verständnisvoller. Wenn einer Twilight of Princess geschaut hat, Link, dann wisst ihr, dass das ein böser Schattendämon ist und das hier ist Midna. Und die fighten sich gerade und auf einmal verwandelt sich halt Midna in diesen OP, diesen brutalen Schattengeist, den ihr unten links sehen könnt. Und ganz unten seht ihr halt nochmal einen anderen Schattengeist. Einen Schattendrachen. Und normalerweise sind die richtig stark und dass er jetzt Angst hat. Ja, das muss ich jetzt nicht erklären, oder? Das hier ist der Artstyle von irgendjemand anderem, aber ich habe auf jeden Fall versucht, meine eigene Manga-Seite draus zu machen. Ich wollte es einfach nur mal gemacht haben. Und hier, glaube ich, das ist der kreativste Manga, die kreativste Manga-Seitenzahl-Version. Nur ich habe nicht weitergemacht, weil es mir zu anstrengend wurde. Deswegen habe ich auch nicht so viele Bilder hier drauf. Und jetzt der fünfte Account, wo ich die ganze Zeit am Anfang schon war. Da lade ich eigentlich Animationen hoch und sowas hier zum Beispiel. Ich habe damals mit TikTok angefangen gehabt, aber ich mache das nicht mehr weiter. Ich habe TikTok nur benutzt, damit ich hier Musik im Hintergrund einfügen kann. Die hört ihr jetzt nur nicht, weil ich nicht so begabt darin bin, OBS auf macOS einzustellen, dass ich die Töne hören kann. Ich weiß, dass es das geht, aber ich war dafür dann wohl doch nicht so fleißig, das hinzubekommen. Auf jeden Fall, ich habe jetzt aber noch wieder eine Frage an euch, die habe ich am Anfang auch gestellt. Was kann ich denn auf YouTube so machen? Ich würde echt gerne auf euch da so mal hören, aber auf jeden Fall irgendwas mit Zeichnen am besten. Oder falls euch was Besseres einfällt halt, was zu mir passen könnte. Also wenn ihr bis hierhin noch da geblieben seid, dann Dankeschön. Auf jeden Fall, ich verabschiede mich jetzt und sag mir mal im Voraus Danke für jedes Kommentar, das unten geschrieben wird. Weil ich dann noch am Ende doch überhaupt keinen Plan hatte, was ich überhaupt auf YouTube machen möchte. Gut, vielen Dank, macht's gut.